Hello, my friends, and welcome back tatsächlich zu Alicia Online. Ich hatte es damals auch schon gespielt und nach etlichen Versuchen, diese scheiß Einstellungen von damals zu bekommen, müsste es jetzt endlich funktionieren. Und da ich dieses Spiel sowieso privat so gut wie immer spiele und mit der Community zusammen, mit ein paar Leuten im Voice-Chat, leider jetzt nicht heute, aber in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich. Mal gucken, ob sich da was machen lässt. Wer dieses Spiel überhaupt nicht kennt, kann mal gerne in die Playlist schauen, was dieses Spiel ist. Auf jeden Fall kann ich an alle Leute auf jeden Fall sagen, dass dieses Spiel auf jeden Fall sehenswert ist. Ihr denkt euch, was ist das hier für ein Kack? Ist das so ein allgemeines Pferdespiel oder so? Nein, ist es eben nicht. Und da möchte ich gerne gucken, falls ihr es testen wollt, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich habe den Link zum Download mal in die Videobeschreibung gepackt. Denn es ist nicht einfach nur ein Pferdespiel, denn es macht Spaß. Es ist ein Online-Multiplayer sogar. Man kann Leute abknallen mit Items, wenn man den richtigen Modus wählt. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar kann man hier die Klassen halt wählen. Entweder man geht Tempo oder Magie. Tempo ist mehr so für die Schnelligkeit und mehr so Skill. Und Magie ist halt mehr so Luck. Also wirklich Glück mit Items und Handhabung mit Items. Und dann kann man noch entscheiden, ob man lieber alleine für sich spielen möchte und alle gegen alle oder im Team zusammen mit ein paar Leuten das andere Gegnerteam wegklatschen. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich jetzt hier einfach mal reinschaue und ich hoffe, ich komme hier rein, ohne dass ich hier irgendwie rausgeschmissen werde. Auf jeden Fall, falls ihr das Spiel testen wollt, das ist komplett kostenlos, dann sagt mir mal euren Ingame-Namen, also wie ihr hier heißt, zum Beispiel, ich heiße jetzt hier gerade hier Gen und die heißen so und so. Dann kann ich euch hier unter Gemeinschaft adden. Ihr seht es, hier ist zum Beispiel Jurina gerade online. Dann kann ich euch hinzufügen und dann steht da Freundschaftsanfrage. Und diesmal wurde ich sogar gekickt, weil die wahrscheinlich auf irgendeine Person warten, lol. Der Lobby-Owner kann welche Leute aus dem Raum schmeißen. Und dann würde ich zusammen Aufnahmen ankündigen. Leider geht Stream nicht. Das ist ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Aber warum nicht? So, ich suche jetzt meine Lobby und dann sehen wir uns gleich. Beziehungsweise ich kann hier bleiben, lol. Ja, während wir hier die Zeit abgammeln, kann ich ja noch was sagen. Also, jede Woche kommt auf jeden Fall am Sonntag meistens ein Update. Und es kann mal Events kommen und so weiter und so fort. Und ja, wir suchen auf jeden Fall immer wieder gerne noch Alicia Online-Spieler, die auch dieses Spiel spielen, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Das macht überhaupt gar nichts aus, wenn ihr noch Anfänger seid oder so. Wir helfen euch. Und privat talken wir dann immer gerne auf Discord und dann wollen wir natürlich immer uns gegenseitig unterstützen, helfen mit Karotten und züchten und alles Mögliche. Also falls ihr noch irgendwelche Fragen zum Spiel habt, die ihr vorher wissen wollt, bevor ihr euch das irgendwie downloaden wollt oder so, dann könnt ihr es mir gerne auch schreiben in die Kommentare, falls ihr da irgendwas wissen wollt. Mit, hey, zeig doch mal das oder was bedeutet dieses Zeichen? Das verstehe ich nicht. Was kann man dann noch anderes machen und hä? Auf jeden Fall, das Lustige ist natürlich im Multiplayer, im Voice-Chat zusammen Leute abknallen in Magie. Magie-Team, beziehungsweise Magie allgemein, dieser Modus ist am beliebtesten, ist ja klar. Den spiele ich auch am liebsten, weil Tempo ist zwar mehr so Skill benötigt, aber ich finde das halt langweiliger. Hier kann man sich halt immer gegenseitig abballern. Vielleicht auch sein eigenes Team. Man kann sogar sein eigenes Team abschießen, wenn man lange anzieht zum Beispiel. Oder den Drachen oder sowas abgibt und sein Team einfach mal killt. Sollte man jetzt nicht machen, aber theoretisch geht das. Aber, ja. Und man kann, ihr könnt sogar auch, wenn ihr keinen Bock habt auf das Spiel oder ihr habt keinen Laptop oder PC. Also es geht auch Laptop. Dann, oder Mac oder was auch immer. Dann könnt ihr mir auch gerne Challenges schreiben, die ich bewältigen muss. Vielleicht irgendwie, dass ich vom Ziel ein Team abknallen muss oder die ganze Zeit meine Mates abknallen muss und dafür sorgen muss, dass meine Gegner gewinnen zum Beispiel. Lustig. Und ich habe genau 444 Gleiten. Das sehe ich jetzt erst. Das hatte ich auch noch nicht. Typisch, wenn man aufnimmt. Lol. Aber die warten jetzt leider auf 8 Spieler oder was. Das ist natürlich ein bisschen blöd.
Ja, okay, ich wollte gerade schon sagen, go. Aber jetzt ist natürlich jetzt eine siebte Person. Jetzt müssen wir auf einen anderen Spieler warten. Ja, jetzt ist es jetzt auch egal. Ihr könnt sogar die Steuerung, wenn ihr... Ich weiß nicht. Alter, wo ist meine Maus schon wieder hin? Ich sehe meine Maus nicht da. Eure eigene Steuerung machen. Das geht sogar auch mit Pro-Controller sogar, glaube ich. Kann man das Spiel spielen. Mit irgendeinem Controller. Ich spiele es aber mit Tastatur. Ich schreibe jetzt mal Go. Dankeschön. Weil sonst warten wir einfach zu lange. Ihr könnt eure Steuerung individuell anpassen. Also ihr könnt sagen, boah, nee, die Taste ist mir echt zu doof. Dann wählt ihr euch eine andere Taste aus. Und das ist doch ganz schön, das finde ich cool. Das gibt's nicht immer. Das wünsche ich mir bei so vielen Spielen. Dass man immer seine Steuerung ein bisschen umstellen kann. So für sich selbst, dass man da Anpassung hat. Weil die allgemeine Alicia Online-Steuerung, da komme ich überhaupt nicht mit klar. Ich benutze ja die Pfeiltasten. Vielleicht die meisten von euch würden WSAD benutzen, aber ich komme damit null klar. Null. Null. So, hoffentlich klappt das alles mit den Einstellungen, wenn es ab und zu mal vielleicht so rumleckt wie so ein Stück Müll. Dann tut es mir leid. Okay, dass die Spieler jetzt rumlecken, ist ja ein bisschen, ne, logisch. Was passiert mal? Oh, die hat den kritischen Drachen. Bitte gib mir nicht ab. Bitte gib mich nicht ab. Ich habe keinen Bock zu rollen. Verpiss dich. Guck mal, die rollt jetzt. Flo. Oh, ich sollte nicht so krass nach hinten gucken. Aber die ist jetzt ein bisschen abgeschrieben. Aber es ist natürlich erst nur die erste Runde. Das sagt noch nichts aus. Oh, mein Mate ist nicht so geil. Hier, mein Mate, da ist das Schild. Naja, ich bin so nett, ne? Ich bin nett. Weil was bringt mir das Schild? Wenn mein Mate hinter mir den Dragone hat. Natürlich nicht so geil. Ich werde in der letzten Runde sowieso die ganze Zeit verarscht. Das hatte ich die ganzen Voraufnahmen, die im gelöscht wurden, weil sie einfach von der Qualität her so scheiße waren. Ich musste mir auch das Programm nochmal irgendwie neu herunterladen, wo ich das wieder gefunden hatte. Was war das gerade? Oh nein, ich will nicht rollen. Bitte. Gegner, kommt her. Nein, nicht mal. Mate. Oh, ich hätte sogar abgewehrt. Warum musst du mir mein Mate auch abnehmen? Verdammt. Warum muss es denn in mich reingehen? Das war zum Beispiel ein Team-Kill. Sorry. Jetzt komm doch mal her da. Komm her. Komm her. Du hast E-Schild, bitte. Behalt den Müll. Mein Gott. Man muss halt taktisch klug irgendwie sich voran bewegen. So, die rollt eine Runde. Aber die eine ist natürlich jetzt vorne, ne? Natürlich nicht so geil. Ich will sie versuchen zu kriegen. Hoffentlich knallt die andere mich jetzt nicht ab. Ich hab's aber noch geschafft. Also, sie rollt sogar. Geil, wir können das sogar gewinnen. Ich hab noch Boosty. Ich muss taktisch jetzt klug sein. Aber die eine hat sogar noch. Die rollt vielleicht eventuell. Wenn sie... Wehe, sie geht mir ab, ne? Okay, das ist gut. Wenn jetzt kein Bullshit kommt, gewinne ich. Lol. Bitte! Kein Blitz! Weil der Blitz ist sowas wie ein Stachy, der immer auf den ersten geht. Also, aber wenn mein eigenes Team hat und ich bin vorne, dann wird er natürlich nicht abgeschossen. Dann wird er gemisst. Wow, beim ersten Mal gewonnen, krass. Bei den ganzen Voraufnahmen, da bin ich die ganze Zeit... Hatte ich Betrug. Aber jetzt scheint gut alles zu klappen, wenn schon das Spiel sagt, hey, es funktioniert. Ich hoffe einfach mal, dass es immer noch so weitergeht. Auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn einige von euch, wenn sie auf Discord sind, so ein Join gerne dem Discord-Server. Und ja, wenn ihr euch auch mal das Spiel antesten wollt. Sonst können wir das auch gerne gemeinsam machen, weil gemeinsam ist es einfach am lustigsten. Man muss das echt sagen. Zum Beispiel, wenn ich hier alleine spielen würde, teilweise ist das schon ätzend. Da mag man lieber so einen Kumpel haben, der immer, boah, wir müssen ein bisschen spieli-spieli und den gegenseitig abknallen oder im Team. Das ist schon chillig. Und ich warte jetzt nicht auf 8 Spieler, weil das ist echt... Das dauert dann so lange, Freunde. Ich hoffe einfach mal, dass welche vielleicht es antesten. Und wenn es nur antesten ist. Also das Spiel ist ja kostenlos.
Nur wenn ihr Download-Probleme habt, da steht sogar auf der Website, wie man das installiert. Man muss erst diesen Client installieren. Wenn es komplett abgeschlossen ist, dann den Launcher und dann kann man es starten. Und sonst, wenn man irgendwelche Probleme hat, dann joint gerne im Discord-Server und fragt da ein bisschen rum. Oder wenn wir im Talk sind und gerade eh spielen. Wir helfen uns gegenseitig. Ist nicht schlimm, wenn ihr Anfänger seid oder so. Das macht überhaupt nichts. Dafür lernt man das ja. Wir lehren euch ein bisschen. Vielleicht lehrt ihr euch, lehrt ihr uns ja... Lol. Ja, auch. Und, was war das gerade? What the fuck? Die ist ein bisschen hart gestorben. Ich ramm dich ein bisschen. Hier, verpiss dich. Wie die rumlägt hier, kannst du haben. Tschüss. Nee, jetzt kannst du auch gehen. Jetzt brauche ich auch keinen Hack mehr. Tschüss. No. Ich habe natürlich Schild gehabt. Ich hätte abwehren können. Aber es ist immer gut, die Gegner auszuschalten. Oh, jetzt kommt die da wieder mit ihrem Kackbooster. Ihr habt immer so viel Lack in der Hose. Komm, schieß ab, Mate. Schieß sie ab. Verkackt die auch noch. Ja, man kann die Items auch verkacken. Wenn man... Oh, die hat eingesetzt. Nope. Tschüss. Die verreckt jetzt, guck mal. Das ist immer wieder lustig. Mein Mate verreckt auch. Das ist schon lustig. Ich werde am Ende eh verarscht. Plopp. Da portet sie sich. Sie versucht abzugeben. Hier ist Schildmate. Hätte so ein bisschen weiter gerannt, dann hätte sie vielleicht Schild bekommen, aber noch nicht. Ja, toll. Jetzt ist das ganze blaue Team hinter mir. Überlebe ich das? Nicht. Ich glaube nicht, dass ich das überlebe. Das ist unmöglich. Da kommt gleich eh eine mit Blitz oder mit Schuss wieder an. Das stinkt. Jetzt Schild genommen. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Man muss überlegen, welche Items man ungefähr nimmt. Und welche am klügsten sind gerade. Wenn sie schon auf dem Weg liegen. Oh, ich rieche doch den Betrug. Das ist wie bei Mario Kart. Du denkst, du bist so safe. Und du riechst diesen Betrug, der dich gleich am Ende erwartet. Okay, Mate ist hinter mir, aber kriegt die Kurve nicht. What the fuck? Bitte! Lass mich erneut gewinnen. Bitte. Ich habe Angst. Oh, mal kommen damit. Immer so ein Herzklopfen, habe ich gesagt. Und verdammte Scheiße. Hätte ich das jetzt verloren, ne? Ich wäre ausgerastet. Oh mein Gott. Diesen Betrug meine ich. Hätte die mich jetzt überholt? Ne, das ist immer so bitter. Das war so knapp 10 Millisekunden. Hätten gefehlt. Gut. Ja. Und das war auch erstmal so das... Ich hau jetzt ab hier, Schuss. Und das war das Einführungsvideo. Falls ihr irgendwas wissen wollt, hey, ich möchte das und das wissen. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare und ich hoffe... dass einige bereit sind, mit mir zusammen ein paar Leute zu klatschen oder uns gegenseitig zu klatschen. Weil das macht schon Spaß. Und bis zum nächsten Mal von Elysia Online. Bis bald!